Es ist ein dunkles, enges Loch, doch immerhin trocken und gut versteckt. Unter der Auslage eines Fotogeschäfts hat sich dieser Rumäne eingerichtet. Heißen Kaffee und die Semmeln nimmt er gerne. Gegenüber wird dann größer aufgefahren. Denn die drei Männer haben Hunger. Obdachlosen eine warme Mahlzeit zu bringen, das ist die Mission von Berthold Treutsch. Jetzt, mit Beginn der kalten Jahreszeit, ist er zusammen mit seinem Kollegen Sven Braumüller wieder mehrmals die Woche auf den Straßen Münchens unterwegs. Diese Gruppe aus Osteuropa könnte zwar auch eine professionelle Bettlerbande sein, trotzdem bekommt auch der Vierte, der auftaucht, noch einen Kaffee. Kaffee? Ja. Treutsch will da nicht vorschnell urteilen. Ein Dankeschön darf man da jetzt nicht immer erwarten, oder? Nein. Das ist schon meistens am Gesichtsausdruck erkennt man das Ganze. Es ist auch so, die Leute verstehen es ja meistens nicht. Manchmal kommt da schon was, aber es ist manchmal auch so. Das passt schon. Viele andere Einrichtungen machen zwar Angebote für Obdachlose, warten aber, bis diese zu ihnen kommen. Der Kältebus dagegen fährt zu den Obdachlosen. Nächste Station, eine Unterführung an der Bavaria. Aber da sind schon welche da. Seit kurzem das Zuhause einer Gruppe polnischer Frauen. Knapp 600 Obdachlose zählt die offizielle Statistik für München. Berthold Treutsch glaubt, dass es deutlich mehr sind. Denn die allermeisten sind Ausländer und viele würden gar nicht erfasst, wie wohl auch diese Gruppe. Also wir wissen im Endeffekt nur bis jetzt, es sind halt Polen. Und genauere Umstände, warum sie sich jetzt hier aufhalten, wie sie hierher gekommen sind, also generell nach Deutschland, nach München und dann hier in die Unterführung, das ist uns also nicht bekannt. Und die Problematik ist uns natürlich auch bewusst, dass man manchmal vielleicht auch Leute unterstützt, wo man streiten könnte, ob die jetzt wirklich so bedürftig sind, ob das auch gewünscht ist, dass die unterstützt werden. Denn professionellen Bettlern will Treutsch auf keinen Fall helfen. Bei der nächsten Station besteht da keine Gefahr. Wittelsbacher Brücke. Haustür. Im Moment ist nur ein ungarisches Paar da. Die Nachbarn sind noch unterwegs. Die Frau will nur weg von hier. Arbeit, egal. Und dann eine Wohnung. Arbeit, Wohnung. Aber in einer städtischen Unterkunft dürfte sie nicht mit ihrem Mann ein Zimmer teilen. Das Problem. Nichts Arbeit, nichts Soziales, zusammen schlafen. Also, ich muss Brücke schlafen. Es gibt viele Ursachen für ein Leben auf der Straße. Mancher spricht sogar vom Gefühl der Freiheit. So, super. Doch in den allermeisten Fällen ist es einfach nur blanke Armut. Ja. Ich denke mal, gerade was jetzt die Osteuropäer angeht, wie Rumänen, Bulgaren, teilweise Ungarn auch, dürfte es in erster Linie wohl um Armutsimmigration gehen. Man versucht eben hier irgendwie Arbeit zu finden, versucht hier sich ein besseres Leben aufzubauen, was natürlich mangels auch Sprachkenntnisse dann teilweise problematisch ist. Und dann bekommt man ja keine Unterstützung. Das heißt, dann ist der Weg auf die Straße sehr schnell vorprogrammiert. Isar Torplatz, die letzte Station für diese Nacht. Die Zahl der Obdachlosen steigt. Das Kältebus-Team wird dieses Problem nicht lösen. Aber zumindest haben ein paar der Obdachlosen für die kalte Nacht was Warmes im Magen.